Gospodin Najdan koji želi da večeras snimi sve naše goste, ko želi slike i kasete, nek se obrati organizatoru ovog. A to je naš Vitofner. Ich muss gleich zu Beginn mein Programm ändern, weil ich wollte eigentlich den Botschafter von Serbien und Montenegro bei uns begrüßen, der ist leider erkrankt, lässt sich entschuldigen und übermittelt Ihnen auf diesem Weg die herzlichsten Grüße und ein schönes Fest wünscht er uns. Als nächstes, und das ist leider manchmal so, es hätte unser Geschäftsführer, der hat noch ein paar Leitner kommen sollen, so wie es sein will, ist er ebenfalls erkrankt und meine Begrüßungsreden müssen abgeändert werden. Auch Herrn Dr. Bach-Leitner wünsche ich von diesem Weg alles Gute, eine baldige Besserung. Er wünscht uns einen schönen Abend. Aber jetzt bin ich nicht so, wie es wirklich geplant war. Ich begrüße den Herrn Schwarzberger, unseren Betriebsrat in Pension, und viele wissen, dass er sich diesen Applaus verdient.
weil er sowohl in seiner aktiven Zeit als heute immer noch für uns, für Sie, für die Mitarbeiter da war und auch immer wieder in Ausnahmefällen heute noch einspringt. In der weiteren Folge möchte ich sehr herzlich Herrn Wolf, unseren Betriebsleiter, und seine Gattin begrüßen. Und mich bei ihm auch speziell dafür bedanken, dass er im vorigen Jahr in einigen schweren Monaten mich sehr gut vertreten hat. Speziell begrüße ich natürlich unsere Musikkapelle, die hoffe ich heute bis in der Früh durchhalten und spielen wird wie immer. Und unsere Folkloregruppe, wo wir schon uns freuen, eine interessante Aufführung wieder zu sehen. Und natürlich Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Zentrale, den Filialen, dem Betriebsbereich und von unseren Partnern aus dem Transportbereich sowie ihre Familien, Freunde und Kinder. Ich bedanke mich auch an dieser Stelle bei der Geschäftsführung der Firma Zielpunkt und beim Betriebsrat sowie bei unseren diversen Partnerfirmen, die uns mit finanzieller Unterstützung wieder den heutigen Abend ermöglicht haben. Mein ganz besonderer Dank gilt jedoch den Organisatoren. Hört man mich? Ja? Gut. Ich beginne noch einmal. Mein ganz besonderer Dank jedoch gilt den Organisatoren. Neben mir unserem Jaro, der wie immer sich sehr... sehr viel Mühe gegeben hat, unseren Herrn Pajkic, ebenfalls mit einer Gelassenheit und einer Souveränität sowas vorbereitet, dann unseren Miroslav und den vielen Helden, und den vielen Helfern, die alles hier aufgebaut und hergerichtet haben und uns heute mit Speis und Trank verwöhnen werden. Doch lassen Sie mich zurückblicken. Wir kommen heuer zum 10. Mal zusammen und wie es begonnen hat und warum. Es war noch zur Zeit der Löwer. Den Namen Löwer haben viele vergessen, einige kennen ihn gar nicht mehr, aber er ist auch bei vielen noch sehr in Erinnerung, sehr stark in Erinnerung. Wir haben damals die Filialen Löwer, Magneten und Zielpunkt betrieben und in der Zeit war es im Lager und im Transportbereich vor Weihnachten nicht möglich, an einer Weihnachtsfeier der Firma teilzunehmen. Wir haben viele Stunden gearbeitet, wir haben Samstag und Sonntag gearbeitet und die Ware musste raus. Und so haben wir damals mit einem Geschäftsführer vereinbart, wir können, wenn es ruhiger wird im Jänner, und wir haben dann diesen Zeitpunkt gewählt, das Julianische Neujahrsfest, eine eigene Feier veranstalten. Wir haben diese Feier begonnen in ganz kleinem Kreise, vielleicht 50 Mitarbeiter in der Kantine mit Musik aus dem Kassettenrekorder. Und im Laufe der Jahre ist die Teilnehmerzahl gestiegen, die Hallen sind größer geworden. Und ich nehme an, dass wir heute an die 400 Personen hier beisammen sitzen und ich hoffe, dass wir einen sehr schönen Abend verbringen werden. Ich persönlich freue mich, wenn sich einmal im Jahr die Mitarbeiter auch aus den Filialen mit den Mitarbeitern aus der Zentrale, aus dem Betriebsbereich und von unseren Partnerfirmen, wo ja einige von den Fahrern auch einmal noch im Hause Löwer unter Vertrag gestanden sind, zusammensitzen und feiern und einen schönen Abend bis in die Morgenstunden genießen können. Lassen Sie mich bitte noch einen kurzen Schwenk zur Situation Zielpunkt machen. Nachdem 2003 die ersten Plus-Filialen eröffnet wurden, ist 2004 die Expansion sowohl bei Plus als auch bei Zielpunkt weitergegangen und es wird auch 2005 weiter zügig expandiert werden. Das Unternehmen liegt in einem zurzeit sehr schwierigen Markt, gut positioniert und es hat sich wesentlich besser entwickelt als der Mitbewerb
und dadurch sind natürlich unsere Arbeitsplätze auch etwas sicherer geworden. Und wenn ich so in die Runde blicke, dann sehe ich schon eine Menge junger Mitarbeiter an der linken Seite oder so zwischen den Tischen, aus zweiter oder auch in der dritten Generation, die sich für das Unternehmen Zielpunkt in der zweiten Generation entschieden haben, beziehungsweise die dritte Generation, die schon langsam heranwächst und möglicherweise auch wieder bei uns im Verwaltungsbereich, im Filialbereich oder wo auch immer ihren Arbeitsplatz haben wird und dort für uns in einem wachsenden Unternehmen mitarbeiten kann und wird. So gesehen habe ich keine Ängste oder keine Bedenken für unsere nähere Zukunft. Das war ein kleiner kurzer Schwenk im Zeitraffer und ich komme bereits zum Ende und wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend mit Musik, mit Folkloregruppe, mit Essen, Trinken und Tanzen bis in der Früh. Alles Gute. Ovaj čovjek je zaslužio veliku pohvalu od nas, da mu se uruči večeras jedan lep poklon. Gospodin Günther, izvoli. I hvala lepo za sve što si učinio za nas. Svi smo učestvovali i udružili se da vam nešto poklonimo i da se zahvalimo za sve što si učinio za naš gastarbajter, kako reći, moram da kažem. Puno ti hvala za sve što si učinio. Još jedan aplauz za jednog velikog čovjeka iz firme Zilbog. Imamo i našeg kolegu društva, Stevano Kraljec, hoće da uči nešto za uspomenu gospodinom Vitovskom. Dragi prijatelji, dragi domaćini, dobroveče i dobro nam došli. U ime Kulturnog umjetničkog društva Stevamo Kranjac iz Beča želim sve vas da pozdravim, sve radnike firme Zilbung i želim svima vama srećnu novu godinu i 10 godina koji proslavljate, da još dugo, dugo slavite i da još dugo, dugo budete zdravi i da zajedno sa gospodinom Vitofnom i sa njegovom suprugom i sa svim vašim šefovima lepo proživite i da proslavite svi zajedno do penzionisanja. Još jedan put želim u ime Kulturnog umjetničkog društva Stevamo Kranjac gospodinu Vitofni da predam jednu diplomu i da se zahvalimo što smo večeras pozvani ovde da budemo vaši gosti. Inače i mi smo u ovoj sali više puta bili domaćini i uvek smo bili na visini zadatka. I ja vas molim da ovu moju malu, ali zlatnu ekipu igrača Stevana Mokranjca nagradite aplauzom. Ako bude bilo nekih grešaka, oprostite, nismo imali toliko mnogo vremena da se pripremimo zbog novogodišnjih praznika i zbog Božića, ali mislim da ćete biti zadovoljni i da ćete da ih nagradite aplauzom. Hvala vam još jedan put, a evo diplome, znači jedna diploma za gospodina Vitofnu od kluba Stevamo Kranjac i jedna umjetnička fotografija sa našim nastupima gdje smo mi nastupili u Parizu, u Naciji, u Francuskoj, u Ukrajini, u Republici Srpskoj, kod nas u Srbiji, veliki, veliki broj nastupa i da ova slika krasi biro gospodina Vitofne. Herr Vitofna, gratuliere und eine kleine Geschenk von Kulturverein Stevamo Kranjac. Sa firmom Zilbung, naravno kao sponsor, a mi smo tu, znači da primimo i da prihvatamo vašu decu. Dođite i dovedite vašu decu kod nas u Kvelenštrase 37 da bi naučila vaša deca da igraju. Svima su vrata otvorena.
Ich bin schlichtweg überwältigt. Mir fehlen fast die Worte und vor allem, es ist hier herinnen von einem Brückenbauer die Rede und von Ost und West und Verbindung. Ich habe nie ein Problem zwischen Ost und West gesehen und ich glaube, warum wir viele Jahre so gut miteinander arbeiten, ist, weil ich immer den Menschen im Vordergrund gesehen habe und das Positive im Menschen. Und ganz besonders freut mich, dass das von Ivo Andrić ist, weil ich Ivo Andrić immer mit Interesse gelesen habe. Unter anderem auch Ivo Andrić, aber nicht nur Ivo Andrić. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, auch bei der Folklore-Gruppe, Stefan Okrajac und bei allen. Vielen Dank. Ich werde das an einem besonderen Platz platzieren. Dankeschön. Sa zabavom, igrankom i svetozore koje hoće da ostane. Biće lutrije, bit će svega. Samo dobre volje i veliko raspoloženje. Hvala vam za sve što ste došli, da pozdravim i ja filijale koje su stigle i sve naše goste. Hvala!